Entfernen Sie die Schutzfolie vom bereits zugeschnittenen und kantenpolierten Rohling. Passend für diesen alten mittelwelligen Infrarotstrahler haben wir einen Hilfsrahmen gebaut. Mit Metallplatten decken Sie die Strahler so ab, dass nur ein schmaler Spalt frei bleibt. Nun legen Sie den Rohling auf und schalten den Strahler ein. Nach etwa 1 bis 2 Minuten wenden. Lässt sich der Rohling leicht hochbiegen und sinkt er dann langsam zurück, ist er ausreichend erwärmt, um verformt zu werden. Sie können den Rohling nun freihand biegen oder über einen Rundstab mit Anschlag abkanten. Legen Sie den Rohling ohne Schutzfolie bei 170 Grad in den Umluftherd. Stülpen Sie danach fein Baumwollstoff über einen Topf. Nach etwa zwei bis drei Minuten ist der Rohling verformbar. Nehmen Sie den Rohling aus dem Ofen, positionieren ihn mittig auf dem Topf und legen eine Metallscheibe auf. Nun drücken Sie die Metallscheibe mit Hilfe eines Stabes in den Topf. Mit den Händen können Sie jetzt noch die Ränder frei verformen. Ist das Material erstarrt, nehmen Sie Ihre florale Vase aus der Form. Wollen Sie eine Acrylglasscheibe lediglich zweidimensional biegen, zum Beispiel als Lampenschirm für eine Wandleuchte, lohnt es sich, einen Hilfsrahmen zu bauen. Die erwärmte Acrylglasplatte wird an beiden Seiten jeweils zwischen zwei Holzleisten geklemmt und mit Einhandzwingen verspannt. Mit den Händen lässt sich noch leicht die Symmetrie des Körpers justieren. Ist das Material erstarrt, können Sie es weiterverarbeiten. Die Position des Rohlings wird mit Holzleisten markiert. Die Arbeitsfläche schützt ein Glasfaservlies vor der Hitze eines handelsüblichen Bartstrahlers. Etwa alle ein bis zwei Minuten wenden Sie das Werkstück unter dem Strahler, damit das Material keine Blasen wirft. Nach circa acht bis zehn Minuten lässt sich die Acrylglasscheibe leicht hochbiegen. Entnehmen Sie das Werkstück und biegen es freihand grob vor, ehe Sie es in diese mit Stoff bespannte Hilfskonstruktion legen. Mit dem passenden Gegenstück garantiert die Form winkeltreue Arbeitsergebnisse. Beschweren Sie die Form, bis das Material ausgehärtet ist. Entfernen Sie nun die Steine und lösen Sie das Werkstück aus der Form.